Ich bin Marion Tauschwitz, Schriftstellerin. Ich bin Biografin. Im Moment also arbeite ich an der Biografie von Harriet Straub. Harriet Straub, Hedwig Straub, Hedwig Mautner wird Ihnen vielleicht noch nichts sagen, aber das ist eine ganz, ganz spannende Person. Und das Schwierige an dieser Biografie ist, dass Hedwig Mautner im Alter sämtliche persönlichen Unterlagen von sich vernichtet hat. Sie wollte verniemandet sein. Sie wollte einfach nicht, dass die Nachwelt sehr viel von ihrer Person überliefert bekommt. Ihr Mann war ihr wichtig, der große Sprachkritiker und Sprachphilosoph Fritz Mautner, der natürlich auch in die Biografie eingehen muss. Und das ist dann die Schwierigkeit, beides da zu vereinen. Harriet Straub hatte viele Gesichter. Es gab das junge Mädchengesicht, es gab die junge Frau Hedwig Welzel, denn sie heiratete sehr jung, sehr früh, um aus dem Elternhaus zu entkommen. Es gab dann die Beduinenfrau, die Frau, die Ärztin, die nach Algerien ist, sich nach Algerien begeben hat. Und wir haben dann die alte, ältere Hedwig Mautner, die Frau des Sprachphilosophen, wo sie endlich Heimat gefunden hat, am Bodensee. Spurensuche, die führte mich natürlich auch nach Meersburg, den Ort, an dem Hedwig sehr gewirkt hat. Und ich hatte das Glück und die ganz besondere Freude, dass ich in das Glaserhäusle, das berühmte Glaserhäusle, war ich zu Besuch in diesem Sommer und habe die liebenswürdige Eigentümerin Frau Zender, die Frau des berühmten Komponisten Hans Zender, kennengelernt und durfte auf dem Speicher stöbern in aller Ruhe stundenlang und bin fündig geworden. Zeugnisse sind natürlich Briefe, wo ein Dritter eine Aussage macht über Harriet Straub. Spannende Zeitung, die ich da gefunden habe, auf die ich gestoßen bin. In Kalenderblättern hat eine Frau eines Malers am Bodensee die Bekanntschaft von Mautner gemacht. Und immer wenn ich so einen Hinweis finde, gehe ich dem natürlich nach und habe dann dieses dicke Buch gefunden, wo die Frau Gulbrandsson Auskunft gibt über ihren Besuch bei Mautner. Mehr noch als der Besuch bei Mautner hat mich dann natürlich die Episode interessiert. Frau Mautner hat Erbarmen mit mir gehabt und mich gefragt, ob ich nicht ein ganz klein wenig mit in ihr Zimmer hinaufkommen wollte, eine Zigarette zu rauchen. Und da erzählte sie mir, wie sie den Mautner als verwöhnten, verhätschelten, berühmten Mann in Berlin kennengelernt hat, dem kein Gedanke übrig war für Tiere, Natur und Frauen. Und so habe ich in diesem dicken Buch eben eine kleine Stelle gefunden, aus der ich sehr, sehr viel rausnehmen kann. Und damit Sie so ein bisschen einen Eindruck bekommen, will ich Ihnen ein kleines Stückchen Text vorlesen. Ach, die Liebe. Die Großmutter war mittlerweile zum zweiten Mal verheiratet, hatte sich auch mit dieser Ehe finanziell besser gestellt. Fast ließe sich das an der Größe der Todesanzeigen ablesen, die jedes Mal an Gewichtung gewannen. Da konnte die Liebe schon ins Straucheln kommen. Sollte mich freuen, wenn du die Liebe kennenlernen solltest. Ich glaube nicht daran, habe auch nichts derartiges gefunden, würde sie später zu ihrer Enkelin sagen. Und so loderte wohl die sinnliche Liebe ihrer Tochter zu ihrem damaligen Mann von Anbeginn an nur auf kleiner Flamme. Letztlich würde sie bereuen, einen Mann sich zur Frau gegeben zu haben, den sie nicht liebte. Sie hatte nachgegeben, weil Sehnsucht in ihr brannte, Sehnsucht nach Liebe, nach Geborgenheit. Sie verglich sich mit den verdammten Seelen, verdammt zur ewigen Sehnsucht nach Geborgenheit, getrieben von der inneren Kälte auf der Suche nach Wärme. An ihren inneren Vorwürfen würde sie zerbrechen, sich nicht verweigert zu haben. Ihrem Kind, so schwor sie sich, würde sie den Eid abgewinnen, nur der inneren Stimme zu folgen. Ablehnen, wenn die Liebe nicht überzeugt ist. Und wenn du die ganze Welt gewinnest, sag Nein, wenn jede Sehnsucht in dir Ja ruft.